Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Show Minecraft. So, heute würde ich sagen, gehen wir mal den Weg hier zu meinem Mini Tropical Island. Da kann ich dann das Gebiet meiner Welt auch abhaken. Und da wäre dann eigentlich nur noch mein Neuanfang und der Nether. Ich denke, das werden dann nochmal so, naja, 3 Folgen maximal. Und dann fahren wir auch erstmal noch nach Italien. Also meine Klasse und ich. Und danach werde ich dann mit einem kleinen Let's Show, mit einem Let's Show anfangen. Genau, das mache ich ja auch gerade schon hier. Nee, Quatsch, mit einem Let's Play anfangen. Und ja, mal schauen, wie es läuft. Werden wir ja dann sehen. So. Ja, Thaddäus, mal gucken, was du uns anbietest. Wow. Lohnt sich auf jeden Fall. Toll. Gut, gehen wir erstmal in die Umkleiden. Ich werde jetzt nur eine Seite zeigen, denn die sind symmetrisch, also links und rechts ist im Prinzip gleich. Und eben hier einmal die Kisten. Was übrigens auch schön ist, da man die nicht öffnen kann, aber muss ja keiner wissen. Sonst kann man ja auch einfach einen Wäscheberg da hinten in der Ecke machen. Ist ja auch, denke ich, nicht das Problem. Gut, dann hier umkleiden. Duschen. Und nochmal duschen hier. Und ja. Was soll man noch groß zu sagen? Ist halt wie in einem Schwimmbad. Was es ja auch ist. Und dann hier geht's rein in mein Mini Tropical Island. Gut, Badregeln. Wer sich's durchlesen will, muss dann halt mal Stopp machen. Und an sich, na, hier ein paar Liegen erstmal mit ein paar, naja, Büschen. Sind halt Büsche, kleine Bäume. Dann hier so eine Art, naja, kleinen Bar oder, ja doch, einer kleinen Bar mit DJ, der hier seine Platten hat, die ich mir, wie man hier auch schon sehen kann, mit Too Many Items gecheatet habe. Ich habe zwar durch meine Mob-Falle, die auch noch kommt, in diesem Let's Show viele Platten bekommen, aber eben auch nicht alle. Ja gut, dann hier mein Springerbereich. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, wie hoch der höchste Turm ist. Mal kurz zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Meter. Ich denke, das reicht auch. Und hier unten die Redstone-Lampen kann ich dann auch aktivieren bzw. deaktivieren. Auch wenn es zum Glück in Minecraft noch keine Steuern gibt und ich hoffe auch, dass die nie eingeführt werden. So, dann erstmal hier ist so eine Art, na gut, Tümpel ist es ja nicht. So eine Art kleine Lagune, die man dann eben ein bisschen mit Lianen verwuchert hat, damit so ein bisschen tropischer aussieht. Und dann vielleicht noch was kleines Besonderes, wenn ich den Hebel betätige, dann haben wir hier einen kleinen Wasserfall. Na, keine Ahnung, ob es jetzt... Nein, es ist nicht aus. Gut. Ja, es ist eben so eine Sache. Ich habe zwar gesehen, wie man das auch so machen kann, ohne dass man den Hebel zweimal drücken muss. Aber ich sag mal so, bei Debitor LP ist es doch sinnvoller als hier, wo man sowieso nur einmal alle 2-3 Monate hingeht. Gut, dann hier meine Saunawelt mit ein paar Duschen, ein paar Regalen noch für die Handtücher und den allseits beliebten Öfen aus Too Many Items.
Wobei ich jetzt hier keine Animation habe zum Brennen, die ich jetzt eigentlich so ein bisschen vermisse. Aber ja gut. Ich kann ja mal kurz gucken, ob ich Partikel genau... Könnte sein, dass es... Ja, doch, jetzt. Jetzt ist eine Animation da. Mal kurz schauen, wenn ich auf... alle gehe. Ah ja, doch, so sieht's doch ganz gut aus. Doch, da kann man sich mit anfreunden. Und dann hier eben auch nochmal einen kleinen Wasserfall, Wasserbecken. Und hier nochmal eine Sauna. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, gibt's die Öfen in Too Many Items eigentlich noch? Ja doch, die gibt's noch, das ist schön. Da lacht das Herz. So. Dann hier nochmal kurz zu meinem Sprungturm. Einfach nochmal kurz reingesprungen, einfach weil es kann. Und dann gehen wir hier nochmal kurz zu meiner Rutsche. Wobei ich gar nicht gedacht hätte, dass das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, aber ich habe es probiert, es hat auch wunderbar funktioniert, habe ich mich sehr darüber gefreut. Vielleicht nicht ganz so schnell wie im Original, aber sind ja auch alles Blöcke und nicht und keine Rundungen. So, dann hier nochmal Unterwasserlautsprecher. Ich sag mal so, in Minecraft hört sich das genau gleich an. In echt eigentlich nicht da. Na gut, wie soll man das sagen? Es klingt halt anders. Klingt eben nicht genau gleich. So. Dann, wir sind jetzt bei 7.18. Gut, da habe ich noch ein bisschen Zeit. Da laufe ich einfach wieder zurück. Oder, nee, anders. Ich fliege hier nochmal kurz drüber und dann wird sowieso wieder ein abruptes Aufnahmeende kommen, weil ich nicht auf die Zeit achte. Und in der nächsten Aufnahme oder in der nächsten Folge, je nachdem, ist ja für mich das Gleiche, zeige ich euch dann noch kurz die Region um mein Haupthaus, was da noch so zu sehen ist, weil ich ja die eigentliche Folge 2 nicht hochladen konnte, die ich dann nochmal neu aufnehmen musste, und auch da war dann der Ton wieder weg. Und jetzt vielleicht noch eine kleine Info. Das Mini Tropical Island ist doch alles gecheatet, weil ich einfach nur mal versuchen wollte, wie das aussieht, sowas zu bauen. Und jetzt nicht in Nether wollte und dort tagelang Glowstone farm. Dafür hatte ich keine große Lust. Und ich würde sagen, wenn wir dann bei meinem Haupthaus sind, ist dann auch erstmal wieder die Folge vorbei. Hier nochmal schön mit meinem ersten Leuchtturm. Ich weiß gar nicht, waren wir da schon drin? Ich glaube schon. Wenn nicht, tut mir es leid, aber es ist einfach nur eine leiderne Kiste. Mehr ist es auch nicht. Und wie immer, danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge Let's Show Minecraft. Tschüss.